Gude, hallo und herzlich willkommen zurück, kurz vorm Kampf mit dem Herrn Kerlbürste. Hier können wir auch wieder Geld setzen. Voller Einsatz, easy, wir haben's ja. Legen wir los. Gott, mein Geld ist sowas von weg. Ich hab Knie weicher als Wackelpudding. Völlig zu Unrecht. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Was? Deine Mutter. Auf jeden Fall. Das musst du ja wissen. Schließlich ist deine Mutter selbst eine Hure. Ah, jämmerlich, das kommt mir ganz recht. Was ist los? Angst? Ist dem Hexer schon schlecht? Weil du stinkst. Tanzen wir. Ich hab Angst, mit den Fäusten deine Rippen anzugreifen. Na gut, tanzen wir. Also er reimt immer. Müssen wir jetzt auch reimen? Ist das Wetter schön? Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Deine Knochen sind spröde, deine Lunge, die pfeifen. Ich hab Angst, mit der Faust deine Rippen zu greifen. Ah ja, das findet er gut, okay. Der Start war ein Zeichen, du wirst noch nicht, wenn du nervst, lass uns endlich kämpfen. Der Start war ein Zeichen, du wirst doch nicht flennen. Noch bleibt dir Zeit, nach Hause zu rennen. Also du, Blöder, also gut, du weißt, wie man jemanden beleidigt. Du hast gewonnen. Heißt das, wir kämpfen nicht? Paul, ich sagte doch, du hast gewonnen. Der Hexer gewinnt, schlägt Kerlbürste bei seinem eigenen Spiel. Das war der merkwürdigste Faustkampf meines Lebens. Aber nur, weil ich heute nicht gut zurecht bin. Sonst hätte ich dich windelweich geschlagen. Ganz sicher. Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Scharlatanallee. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sébastien. Ich mag mich täuschen, aber ich denke, es ist eine... Also jetzt auch allein dessen, wie er aussieht, es ist eine Monkey Island-Referenz. Ich habe das nie gespielt, aber ich habe mal so ein paar Folgen bei Gronkh gesehen. Das ist zu einer Zeit da... Das kannst du mit heute nicht vergleichen, wie er sich damals gegeben hat. Unglaublich. Und wahrscheinlich ungefähr so auf dem Niveau, wie ich heute bin. Und da war es so, dass es einen Wettbewerb im Beleidigen gab. Und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Ich denke, es ist Monkey Island. Also auch aufgrund dessen, wie er einfach aussieht. Aber gut, da könnt ihr ja nochmal was zu sagen. Der eine oder andere hat von euch ja das vielleicht gespielt. Und ist da etwas schlauer als ich. So. Wir hatten aber immer noch gesagt, spontane Profite ist das, was wir eigentlich machen wollten. Hat sich doch gelohnt, hier mal lang zu gehen. Siehst du mal. Vielleicht sollten wir dann einfach weiter hier runter marschieren. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Da sieht man einfach, es ist interessant, hier mal durch die Lande zu streifen. Man findet noch das ein oder andere interessante, wie zum Beispiel dieses Fragezeichen dort. Ausrufezeichen, Entschuldigung. Eine weitere Quest, die wir uns holen können. Machen wir natürlich auch. Tanzen wir! Ich will ja nicht aufdringlich sein. Was haben wir denn da überhaupt? Zum gehobenen Barbier. Na dann. Geralt, schön dich zu sehen. Le Papillon, Barde. Papillon, erinnerst du dich? Papillon. Hallo. Ich habe nie den richtigen Moment gefunden. Besser gesagt, die richtige Gelegenheit, um zu sagen, dass ich ein großer Fan bin. Hey, das ist doch der Mann vom Turnier, danke. Oder? Von Meister Rittersporn. Eine jede einzelne Ballade seines Hexerzyklus. Ich kann mein Glück kaum fassen. Brauchst du etwas von mir? Oh ja, die Angelegenheit ist grandios. Mein Barbier Jean-Louis Ludovic ist verschwunden. Du sollst ihn retten, während ich eine epische Ballade darüber dichte. Okay. Hört ihr, Leut, und lasst euch singen von Barbieren in Not und anderen Dingen. Na dann, hau raus. Was ist eigentlich passiert?
Du sagst, der Barbier sei verschwunden. Bist du sicher? Es hat sich ohne Zweifel etwas Schreckliches, etwas Absurdes zugetragen. Jean-Louis kommt nie zu spät zur Arbeit. Er ist über die Maßen pünktlich. Gewiss wird er sich geehrt fühlen, wenn gerade ich von seiner dramatischen Rettung künde. Also wahrscheinlich irgendeine Trivialität. Wer zahlt dafür, dass ich diesen Barbier suche? Ich! Solche Gelegenheiten hat man nicht alle Tage. Doch du musst mich mitnehmen, auf dass ich alle Ereignisse transkribiere. Schön, aber ungewöhnlicher Auftrag. Das kostet einen Aufpreis. Natürlich, das war zu erwarten. Na, da klingt er doch wenig glücklich, aber ja, viel ist hier nicht zu holen. Ja, durchaus, wie du wünschst. Na, dann schauen wir uns das doch gelegentlich mal an. Gut, mal sehen, was ich herausfinde. Wenn du mitkommen musst, gibt es eine Regel. Bleib aus dem Weg, mir und meinem Schwert. Gewiss, du wirst mich gar nicht bemerken. Da ist der Salon von Jean-Louis. Ah. Was ist? Ich habe das perfekte Ende gefunden. Und alles zu Ehren der Herzogin Gnaden. Ich dachte, es ginge um einen Hexer und einen Barbier. Was hat die Herzogin damit zu tun? Die Herrin ist so launisch wie die Hengstfohlen, die sie reitet. Heute erinnern sich alle an meine Zeilen beim Turnier. Doch morgen verlangt es ihr beim Frühstück womöglich nach einer neuen Ballade. Man muss die Chancen ergreifen, wenn sie sich einem bieten. Also gut, wo fangen wir an? Bei der Tür. Wir brechen sie auf. Ja, von Hexern und Barbieren. Papillon. Heißt, glaube ich, Schmetterling, wenn ich mich nicht täusche. Machen wir. Aber machen wir nicht jetzt. Spontane Profite. Das war der Plan. Was haben wir denn da noch? Ich sehe da noch einen Händler. Ach, möglicherweise kriegen wir den erst später. Kann das sein? Wenn wir da aufgebrochen haben quasi. Ja gut, wir gehen dann eh nochmal dahin. Oder von hier, von der Seite aus. Das könnte man noch kurz probieren. Da haben wir wieder eine nicht geladene Textur. Traverne zum Schlauberger. Oh. Oh, was ist denn das? Irgendwie ein wichtiges Objekt, mit dem wir noch nichts anfangen können. Kommt vielleicht noch. Im Zuge einer Quest. Hier gibt's nicht viel zu holen. Wenigstens ist das Wetter schön. Ja, ist doch Halli, was, ne? Hallo, Hallöchen. Brauchst du etwas? Dein Geld. Ja. Anscheinend waren wir ja schon mal. Schlauberger, ich glaube, wir waren hier... 5000 hat er einfach mal... Wir waren hier, als wir diese Friedhofgeschichte gemacht haben. Ich glaube, der Kollege da, der den Auftrag hatte, der wohnt hier oben. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, dann schatz mal mal den ganzen Blunder hier auf. Weiß nicht, ob wir das Parfüm brauchen, wir dann wahrscheinlich nicht mehr, überhaupt nicht einfach mal. Wenn nicht, müssen wir uns Neues holen. Im Moment füllen wir erstmal ein bisschen die Kasse auf. Diesen ganzen Schrott hier verkaufen. Habe ich jetzt ein Buch verkauft? Ich hoffe nicht. Was ist das? Bestie von Brief an Geta. Alles Themen für später. Bis später. Na? Darf ich raus? Danke. Ja, also das dürfte genau diese Gaststätte gewesen sein. So. Da ist der Husten wieder. Alter, der Friedhof ist eigentlich auch ziemlich genial von der Optik her. So, und hier müsste jetzt irgendwo ein Wegweiser sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau da vorne. So, wo müssen wir denn hin? Hier hinten, das heißt vom Hof aus sind wir am nächsten dran. Ich habe es mir doch gedacht. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wo die Tür ist. Da haben wir nämlich genau davor gestanden und konnten nicht rein. Also ihr seht, manche Türen gehen dann doch irgendwann auf. Aber leider werden uns wahrscheinlich
trotzdem die meisten verschlossen bleiben. So, jetzt ist es auch schon irgendwie Nacht. Das ist blöd. Finde ich nicht gut. Also warten wir mal so auf die übliche Tageszeit. Plötze? Ich kann gerade Plötze nicht rufen. Warum nicht? Ich kann Plötze nicht rufen. Ich habe keine Ahnung warum, aber die Taste funktioniert nicht. Geht einfach nicht. Ja, ist doch schön. Finde ich toll. Dann laufen wir halt. Ist ja auch gesund. Oh Mann, Spiel. Manchmal machst du es einem nicht leicht. Okay, das geht einfach nicht. Das geht. Aber diese Tasse, die will einfach nicht. Ja, manchmal ist es echt zum Knochenkotzen. Naja, gut. Jetzt sind wir eh gleich da. Was haben wir da drüben? Ah. Ein paar Gäste. Dann können wir ja mal unser neues Stuff hier Probe fahren. Das war schon mal machbar. Mal die respawnen auch. Ich glaube, als wir hier schon mal waren, haben wir uns da schon mal durchgehauen, oder? Autsch. Das ist jetzt nicht mehr die allergrößte Herausforderung. So, dann stecken wir das Ding mal weg und wir müssen... Tatsächlich da oben hin? Sicher? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, irgendwie eher hier rein. Aha. Pilze. Keine Gegner. Das überrascht mich. Vielleicht ein paar seltene Zutaten hier. Ja, so selten sind die, glaube ich, nicht. Aber egal, wir nehmen natürlich trotzdem alles mit. Geschenkter Gaul und Maul, ihr wisst, wie das ist. Das scheint es auch gewesen zu sein. Bleibt also nur noch die Truhe. Rezeptur für Pasta Etoile Blanche, Rezept für Honig, Gewürzkuchen, Rezept für Langustensuppe, Rubin, Diamanten, Silberlöffel, goldener Becher, Demeritium-Bahn, glühendes Erz, Artklüfe und zerbrochene Meteoritenspitzhacke. Mhm. Und das ist jetzt die Belohnung. Naja gut. Gibt's hier noch irgendwie was? Ja. Naja. Okay. Das, ja, da hätte ich mir jetzt irgendwie doch was anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, Todesfee. Ach, halt die Fresse. Na, komm. Todesfee. Lächerlich. Ah, sehr cool. Ich kann Plötze wieder rufen. Das macht mich glücklich. So, dann steigen wir mal auf. Was machen wir denn als nächstes? Hexer und Barbier und der wilde Wolf. Einvernehmlichen Buclair. Wo war das denn? Der Handelsposten. Und was hatten wir jetzt noch? Den Papierkrieg, da müssen wir warten. Ritter zu Diensten ist klar. Wo war denn das andere mit kalte Füße? Ah ja, hier. Finde François. Wo ist das? Oh, auch ganz woanders.
Ja, aber vielleicht machen wir das trotzdem einfach erstmal. Dann haben wir's. Komm schon! Und da jetzt plötzlich wieder zur Verfügung steht, geht das ja auch alles relativ schnell hier. Mit entsprechender Schnellreisefunktionsnutzung. Ja, ist ja in Ordnung. Kloppen wir die Viecher halt noch kaputt. Die rennen irgendwie eh schon weg. Naja, irgendwie wird ein bisschen weniger Angriff, dass ihr halt so scheiße geworden seid, ne? Ja. Echt ärgerlich. Frag mich, sind sowas, die hier wollen. Als wenn hier irgendwie mal was Schlimmes passiert wäre, oder was? Oder wie? Oder was? Oder warum? Oh, ich dachte gerade wirklich, plötzlich wäre ein Gespenst. Ja, das ist ja gut. Geht's wieder? Los, los! Mit Axi kann man sie nämlich beruhigen. Wenn sie ein bisschen am Hohltrainen ist. Auch wenn die Pferdepanik hochgeht, kann man das benutzen. Das nur so zur Info. Meistens habe ich es noch nicht ausgewählt. Tja. Dann, wo müssen wir denn hin? Ich würde sagen, zum Außenposten. Scheint mir fast das nächste zu sein. Ich hoffe, wir können hier oben drüber reiten. Oder vom Palast aus runter. Ich nehme jetzt mal den Weg. Ich weiß nicht, ob wir da durchreiten können oder ob da dann irgendwie von dem Außenposten her, ob da so hohe Berge sind oder so. Das sieht man dann nicht richtig auf der Karte und dann, ja, ist man halt einfach gearscht. Bestiarium können wir dann gerade noch mal gucken. Ja, ja, ich weiß, ich bin immer aggro und das kommt von der langen Reise, das ist nix, ne? Bisschen ist es nicht. Vampir, haben wir auch neue Einträge? Was haben wir da drin? Pro-Flatterer. Proto-Flatterer. So einen Vampir habe ich noch, habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Geralt von Riva, Hexer. Hm. Proto-Flatterer sind mit Flatterern verwandt, welche bei der Sphärenkonjunktion aus der Welt der höheren Vampire in unsere kamen. Die Vertreter der Spezies zeichnen sich durch ihre beträchtliche Körperkraft und Wendigkeit sowie durch die Tatsache aus, dass sie eigentümlich leuchten. Vermutlich ist dies auf ihre außerweltliche Natur zurückzuführen. Protoflatterer interagieren kaum mit der äußeren Welt. Sie haben die Höhlen des Unsichtbaren praktisch nie verlassen, weil die Atmosphäre dort ihrer Heimatwelt recht ähnlich ist. Naja, das ist ja okay. Relikte, was haben wir denn da noch? Den Grottor-Dings. Es war so, ich war im Wald und dann ging ein Platzregen herunter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllte mir plötzlich irgendetwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hätte, als ich zu Hause ankam. Venis Steil, Kräuterkundler. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Grottor nennt, im Fuße der Gorgo liegt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wälder. In Höhlen findet man sie selten, aber Grottor schien Gefallen an seiner namensgebenden Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Beauclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf darauf, die Bestie im Kampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter François. Imeritium-Bombe, Reliktöl und Igni. Der Waldteufel an sich. Ich sammelte Beeren, wie immer um die Jahreszeit, und da bebten plötzlich die Bäume und ich sah dieses Ding. Fragment der Erzählung einer Frau, die aus dem Wald zurückkehrte. Waldteufel sind eine Unterart jener Monster, die als Waldschrate bekannt sind. Man findet sie in schwer zugänglichen Waldbezirken mit wenig menschlichem Betrieb. Normalerweise greifen sie nicht unprovoziert an, doch wenn man ihnen zusetzt, können sie fürchterlich werden und Schaden anrichten, der ihren beträchtlichen Kräften entspricht. Ihr Appetit ist größer als der von 1000 Hochzeitgästen. Waldteufel gebieten über bestimmte Pflanzen und sind untrennbar mit ihnen verbunden. Wenn sich jemand an solchen Pflanzen vergreift, kriegt er es folglich mit dem Waldteufel zu tun. Na dann.
Vampire? Hatte ich doch schon vorgelesen. Ist immer noch markiert. Geister. Der Geist von Daphne. In Toussaint bekam Geralt einmal einen Fall von Gynodentromorphie zu Gesicht. Also eine Frau, die in einen Baum verwandelt worden war. Ein Schnitt in der Rinde brachte Blut zum Vorschein. Wenn der Wind durch die Blätter strich, war ein leises Fluchten zu hören. Der Hexer untersuchte die Angelegenheit und erfuhr, dass die Verwandlung vermutlich ein Zauber oder Fluch zugrunde lag, der mit der Vergangenheit der Unglücklichen zu tun hatte. Daphnes große Liebe, ein Ritter, war zum Luxfelsen aufgebrochen und nie zurückgekehrt. Sie wartete immer noch auf ihn, erfüllt von Sehnsucht und Trauer. Unser Held beschloss, Daphnes Verzauberung rückgängig zu machen, doch ach, der Schock der Befreiung aus dem Baumgefängnis war zu viel für Daphne. Sie wurde zu einem zornigen, höchst gefährlichen Geist, den Geralt aus dieser Dimension verbannen musste. Schweren Herzens tat er es, doch im Wissen, dass man den Geist nur so besänftigen konnte. Naja, wird das auch geklärt? Nachtmar. Nachtmare sind nichts als schlechtes Gewissen, Schuld und unvergebene Untaten. Sie sind jene Kerle, die sich erst mit leichten Weibern rumtreiben und dann nachts nicht schlafen können, die dann Geschichten von Nachtmaren und sonstigen Phantomen erfinden und in Tavernen zum Besten geben. Sabine von Dall, Mystikerin und Priesterin des Propheten Majoran. Manche Philosophen zufolge hinterlässt jeder Tat von uns in der zarten Substanz unserer Seele eine dauerhafte Spur. Übeltaten, vor allem begangen an unschuldigen Kreaturen, können die Seele des Sünders auch nach dem Tod noch peinigen und ihre ewige Rastlosigkeit einbrocken. Auf seiner Reise durch Toussaint entdeckte Geralt, dass in diesen Theorien und volkstümlichen Geschichten ein Körnchen Wahrheit liegen mochte. Er stieß auf eine Einsiedlerin, die im Schlaf von einem unsichtbaren Phantom gepeinigt wurde. Der Hexer vermutete, dass es sich dabei um einen Nachtmar handelte, den Geist eines jüngst verblichenen Ritters, der zu Lebzeiten eine schlimme Sünde begangen hatte und nun die Einsiedlerin aufsuchte, um Vergebung zu erlangen. In seiner Geisterform trank er ihr Blut und raubte ihr nach und nach die Lebenskraft. Der Nachtmar erschien der Einsiedlerin als Pferd, denn die Sünde des Ritters war es gewesen, sein Pferd zu Tode zu peitschen. Dabei war der Geist des Ritters sich seiner dämonischen Rolle gar nicht bewusst. Geralt fand heraus, dass er den Geist des Ritters im Namen der Einzelnen vergeben musste, um ihn zu befreien. Naja. Mutterschleimlinge. Wenn es Feuer spuckt mit einem giftbewehrten Schwanz um sich schlägt, aber scharfe Zähne und noch schärfere Krallen verfügt und seine Beute mit Schallstößen umwirfte, dann ist es ein Schleimling. Bei diesem Arsenal ist es kein Wunder, dass diese Drakoniden oft für Drachen gehalten werden. Experten jedoch, soll heißen Hexer, wissen, dass Schleimlinge eine ganz andere Spezies sind. Sie sind viel kleiner als Drachen und viel weniger gefährlich. Mit einer Ausnahme, Schleimlingweibchen in der Brutzeit oder noch schlimmer, nach der Eiablage. Wer solche Exemplare gegenübersteht, der ist gut beraten, die Beine in die Hand zu nehmen und ohne einen Blick zurück zu flüchten, so schnell er kann. Ja, dann hätten wir jetzt hier mal wieder alles vorgelesen. Und vielleicht können wir jetzt zumindest nochmal einen guten Teil vom Weg bewältigen. Sieht man nicht, dass ich zu tun habe? Zum Herr François. Der Graf von sowieso zu sein. Graf von Gommerwart und Überschleim vielleicht. Liebende Schwein. Bubli bubli bu. Drei Wenser habe ich. Und so, dürfen wir jetzt hier wieder Gas geben? Das wäre sehr zuvorkommend. Anscheinend noch nicht jetzt wieder. Wundernice. Hier waren wir schon mal unterwegs. Zu unserer kleinen Bildherstellungsgeschichte. Was wir für teuer Geld erworben haben im Übrigen. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen über die Brücke. Ich sehe das schon. Könnt ihr euch auch mal jemanden einstellen, dass man irgendwie ordentlich baut hier? Das sieht alles sehr unsicher aus, wenn ich das so sagen darf. So, und da sind wir auch schon am Ziel. Finde François. Hier soll er irgendwo sein. Ei, wo dann? Ah, da ist eine Höhle. Oh Gott. Halt, Meister. Da drin lauert ein Monster. Ganz recht, ich weiß. Deswegen will ich ja... Psst, leise, sonst hört es dich. Komm, ich habe mein Lager in der Nähe. Lass uns dort reden. Ist er das? Das wäre wieder mein Tod gewesen.
Oh, da ist wieder ein PNG-Textur. Und Enter. Was führst du im Wappen? Sein Deckname. Geralt von Riva. Geralt. Kein Wappen. Kein Leitspruch. Nicht mal ein Helmbusch. Ich bin ein Hexer. Eigentlich hat er ja schon ein Wappen. François Le Joff, nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich... Für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Sieht man. 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Ja, vielleicht wäre ein Helm auch ganz gut. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie... deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Die Sekunden. Da hast du eigentlich recht. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. Erstmal klauen wir alles, was er hat. Okay, wir müssen ihn offensichtlich auch ein bisschen beschützen. Hier hat er sich also niedergelassen. Brief von Jacques en François, Brief von... Die lesen wir dann vielleicht mal später oder lesen wir sie jetzt? Ich weiß es gar nicht. Oder hört man schon was? Ja, rennt er jetzt vor oder? Ich hoffe nicht. Weil den Brief, ja, vielleicht schauen wir den jetzt gerade an. Passt er jetzt gerade in den Kontext? Ist er das hier? Liebster François, es ist bereits eine Woche vergangen, seit meine Augen dein schönes Gesicht zuletzt gesehen haben. Liebster, ich weiß, dass dich wichtige Ritterangelegenheiten in der Ferne halten, aber wie schaffst du es, die schrecklichen Qualen unserer Trennung zu ertragen? Mama fragt jeden Tag, wenn du uns das nächste Mal wieder besuchen kommst. Und Papa sagt, er könne es kaum erwarten, dass du auf den Knien um meine Hand anhältst. Ich erklärte ihm, wie sehr du beschäftigt bist, aber in Wahrheit wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du vor mir kniest und ich endlich Ja sagen kann. 1000 Jahre für immer in liebe Jacquette. Wo ist denn der jetzt hin? Ist er jetzt da einfach reingerannt oder was? Ist er verrückt? Wart halt kurz. Erst einen auf kalte Füße machen und jetzt kann er es nicht warten mit seinem Ruhm, wa? Alter, der ist fast tot. Verdammt, der Ritter wurde überfallen. Nein! Scheiße. Nein! Hatte ich gespeichert? Hier, ne? Sorry, Leute. Ich hätte nicht erwartet, dass der jetzt einfach da reinrennt. Okay. Wartet der jetzt noch, oder? Nö, der rennt einfach los, der Irre. Alter, mit was für einer Geschwindigkeit? Ja. Dann müssen wir da erstmal hin und ihn später ausplündern. Wahnsinniger, ey. Ich glaube, hier ist er rein, oder? Seltsam. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, ist keins da. Das ist bedauerlich. Aber was will man machen? Nicht so schnell. Sehen wir uns erstmal um. So, da hätten wir. Fast wie im Wintergarten. Ja, kommt wahrscheinlich durch diese schönen... diesen Lichteinfall hier. Da ist eine Kinderkrippe. Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Okay. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch.
Da helfen weder Schwerter noch Zeichen. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen, aber vielleicht helfen ja Bomben. Vielleicht aber auch nicht. Da ist noch irgendwie ein Hinweis oder was? Knochen. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Krimskrams. Werkzeug. Jetzt ist alles klar. Das es muss Otto bei seinen Opfern abgenommen. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Tja, also gut. An die Arbeit. Und Götter, euer Bitte geschehen. Kann es sein, dass ihn das provoziert? Ich meine, er war doch irgendwie mit seiner Umwelt verbunden oder sowas. Die Meritium-Bombe soll helfen, hat sie gesagt. Teufelsbewusst, die Meritium-Bombe. Kartätsche, physikalischer Schaden, Silberschaden, Feuerschaden. Ja, weiß ich nicht, da müssen wir uns vielleicht nächste Folge mal genauer darüber Gedanken machen, wie wir den andocken können. Denn beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Hier sind wir schon wieder etwas über die Zeit. Sorry Leute, ich musste leider neu laden. Also das konnte ich einfach nicht mit mir persönlich. Das ging nicht, dass der stirbt, weil ich looten war. So wirklich. Das konnte ich nicht machen. Okay, wir werden an dieser Stelle. Ja, er ist schon hart im Kampf, ich sehe das schon. Wir werden an dieser Stelle erstmal Feierabend machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann irgendwie eine Möglichkeit gesucht haben, das Tierchen hier anzulocken. Und wenn wir es platt gemacht haben. Oder machen werden. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.